Santiago, Chile. Santiago, Chile, Gemeinde Rencan. Hier wird der erste kommunale Aktionsplan einer offenen Regierung in ganz Chile realisiert. Die Durchführung erfolgt durch die Stiftung Tribu und mit Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung sowie von ILPIS, von der CEPAL, die den Prozess als Beobachter verfolgt. An diesem kommunalen Aktionstag nehmen Vertreter von Behörden, Anwohner und Mitarbeiter von Gemeindeverwaltung teil. Es war ein gemeinsamer Schaffensprozess, der sich fast über ein ganzes Jahr erstreckte und in dem die wichtigsten Interessen und Bedürfnisse der Gemeinde zusammengetragen werden konnten. Seit 2018 haben wir mit Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung daran gearbeitet, für Renca den ersten kommunalen Plan einer offenen Regierung in Chile zu schaffen. Das war eine große Erfahrung und es gab seitens unserer Gemeinde eine große Beteiligung. Wir sind davon überzeugt, dass die Antwort auf das bestehende Misstrauen gegenüber den Institutionen mehr Kommunikation, mehr Transparenz und mehr Rechenschaft gegenüber einer formell organisierten Gemeinde sein muss. Was bedeutet offene Regierung? Offene Regierung ist eine erneuerte Form der Regierungstätigkeit. Die Hauptpfeiler sind Transparenz, Bürgerbeteiligung, Rechenschaftslegung sowie die Verwendung von Technologien und Innovationen, durch die die Umsetzung gestärkt wird. Dadurch versucht die offene Regierung, die Rolle der Bürgerschaft über die Mitwirkung an Aktionsplänen zu stärken. Die Bürger werden durch die Teilnahme an Dialogen mit mehreren Akteuren und regelmäßigen Foren an Beschlüssen über öffentliche Räume beteiligt. Die Gemeinschaft ist dabei in den gesamten Prozess einbezogen. Ein kommunaler Aktionsplan ermöglicht schrittweise Fortschritte in Richtung einer offenen Regierung, wobei die für die offene Regierung festgelegten Standards eingehalten werden. Eines der sichtbaren Ergebnisse sind Bürger, die das Gefühl haben, dass sie etwas für ihre Gemeinde tun. Im Ergebnis dieses Prozesses entstanden 5 Verpflichtungen. 3 wurden von den Bürgern eingebracht und 2 von den Gemeindevertretern. Die Konrad-Adenauer-Stiftung fördert seit mehr als 50 Jahren die auf dem Rechtsstaat beruhende Demokratie. Das Konzept der offenen Regierung erlaubt einen offenen und partizipativen Dialog zwischen Gemeinde, Politik und Bürgern. Die Bürger kommen öfter zusammen und können sich auch mehr für ihre Probleme öffnen, weil sie sonst meistens bei sich zu Hause bleiben. Durch diese Workshops öffnen sich die Leute mehr, sie tauschen sich aus, sie finden mehr zueinander. Jeder ist sonst bei sich zu Hause und hat keine Vorstellung davon, wie alles abläuft oder wie der Bürgermeister alles regelt. Wenn es nichts bringen würde, würde ich das ganz ohne zu zögern sagen. Das hier ist das erste Mal, dass sich unsere Gemeinde zusammenfindet. Das ist für uns, die Nachbarn, ein wirklich wichtiger Fortschritt, weil wir hier eine Veränderung sehen, die wir, die Bewohner von Renca, seit vielen Jahren einfordern. Und damit herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Nachdem wir heute schon über die Themen Innovation und Sicherheit gesprochen haben, wollen wir Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch einen weiteren wichtigen Themenbereich vorstellen, an dem die Konrad-Adenauer-Stiftung ihre Arbeit ausrichtet. Es geht um den Themenbereich Repräsentation und Partizipation. Wir haben für Sie ein Bouquet an Themen vorbereitet. Wir schauen noch einmal ins Ausland, noch einmal nach Lateinamerika. Wir schauen nach Deutschland und die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Deutschland. Und für uns als Europastiftung darf natürlich die europäische Ebene auch nicht fehlen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist in mehr als 100 Ländern präsent, unter anderem in den faszinierenden Ländern Chile und Kolumbien, mit denen wir uns in diesem Teil des Tages der CAS befassen werden. Über die Arbeit der CAS in Chile haben wir eben einen Beitrag gesehen und werden noch einmal später auf das Land zu sprechen kommen. Nun schauen wir nach Kolumbien. Sicherlich haben auch Sie über die Sozialproteste in Kolumbien gelesen oder von Ihnen gehört. Sie machen noch einmal deutlich, wie angespannt die politische und gesellschaftliche Lage in Kolumbien ist. Umso wichtiger ist es, für den Dialog innerhalb der Gesellschaft zu werben. Genau das macht die Konrad-Adenauer-Stiftung seit mehr als 55 Jahren, leistet die CAS einen Beitrag zur Festigung der Demokratie und Rechtsstaat in Kolumbien. Unsere Kollegen in Bogota werden Ihnen nun einen Einblick in die Arbeit der CAS in Kolumbien geben. Dabei geht es um das 30. Jubiläum der kolumbianischen Verfassung, um innovative Formen
der Bürgerbeteiligung um Digitalisierung und Potenziale und Chancen der voranschreitenden Digitalisierung, aber auch um die Frage, wie es gelingen kann, möglichst allen Menschen Teilhabe an der immer digitaler werdenden Gesellschaft zu ermöglichen. Sie werden auch einen Instrumentenkasten vorstellen, der mit der Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung erarbeitet worden ist und der den Gedanken von Open Government fördern soll. Das heißt, dazu beizutragen, dass politische Entscheidungsfindungsprozesse transparenter, bürgernäher und innovativer werden. In diesem Jahr wird die politische Verfassung Kolumbiens 30 Jahre alt. Das sind 30 Jahre Demokratie, die außer, dass sie repräsentativ ist, auch partizipativ sein möchte. Es ist eine junge Verfassung, die die Bürger noch verinnerlichen und besser verstehen müssen. Insbesondere die Partizipationsmechanismen. Als 1991 die politische Verfassung Kolumbiens geschaffen wurde, wollte man der Demokratie Stabilität verleihen und den Bürgern Möglichkeiten für ihre Beteiligung und politische Mitwirkung einräumen. Diese Mitwirkung ist mehr als nur die Ausübung des Wahlrechts. In unserem Land gibt es einen großen konstitutionellen Rahmen für die Beteiligung der Kolumbianer. Zum Beispiel gibt es das Petitionsrecht, die Rechtsaufsicht, die Berufung und das Referendum. Die Annäherung an das öffentliche Leben hängt jedoch nicht nur vom Bestehen dieser Mechanismen ab. Dazu gehören auch die Kultur und die direkte Mitwirkung der Personen. Und hier kommt die Arbeit der CAS ins Spiel. In Kolumbien arbeiten wir gemeinsam mit Organisationen, die einen Beitrag zur Einbeziehung der Bürger, zu ihrer Verbindung mit dem öffentlichen Sektor und zur Stärkung der Institution und der Demokratie leisten. Wir entwickeln gemeinsam mit ihnen unterschiedliche und in hohem Maße innovative Projekte. Zum Beispiel entwickeln wir gemeinsam mit Instituto die Projekte AGA y Mega IPE. Es handelt sich hier um Werkzeuge für die Umsetzung offener Regierung in der öffentlichen Verwaltung, durch die versucht wird, den Weg zu Entscheidungsprozessen zu öffnen. Wir publizieren auch für die Zivilgesellschaft das ständige Bürgerhandbuch der Politikwissenschaften und wollen durch diese Textsammlung erreichen, dass die Organisationen ihren Einfluss im öffentlichen Bereich vergrößern. Gemeinsam mit der Mission zur Wahlbeobachtung entwickeln wir eine digitale Plattform für die Wahl von Behördenvertretern in Prozessen der Alltagsdemokratie, die sicher ist und in die Wahl vor Ort eingebunden werden kann. Gemeinsam mit Columbia Leader setzen wir das Programm zur fachlichen Stärkung von Gemeinden in ganz Kolumbien um. Dadurch wollen wir Kapazitäten in Institutionen für Entwicklung, öffentliches Management, Kontakt zur Gesellschaft und Transparenz entwickeln. Andererseits ist die Lage sozialer Führungskräfte in Kolumbien kritisch. Deswegen haben wir gemeinsam mit Mobilisatorio für alle gesellschaftlichen Führungskräfte in Kolumbien einen Tweet entwickelt, um sie bei der Schaffung neuer kollektiver Formen und neuer Partizipationsformen zu unterstützen. Bestimmte Regionen in Kolumbien benötigen aufgrund ihrer Besonderheiten besondere Aufmerksamkeit, wenn es um die Stärkung der Arbeit der sozialen Führer geht. Dies gilt für die kolumbianische Pazifikküste und das Departement Chocó, wo wir gemeinsam mit der Organisation Pacifista einen Kurs für strategische Kommunikation für 15 Frauen in Führungspositionen aus dem ganzen Departement durchführen. Seit 2015 ist die Zuwanderung von Bürgern aus Venezuela ein entscheidendes Thema für unser Land. Deswegen führen wir gemeinsam mit Berrecho Novencia ein Projekt durch, mit dem wir die Teilnahme dieser Menschen, insbesondere der zugewanderten Frauen, durch Weiterbildung und Förderung verbessern wollen. Trotz der bei der Bürgerbeteiligung erreichten Fortschritte steht Kolumbien immer noch vor einer Reihe von Herausforderungen. Wie kann man Konnektivität und das digitale Zeitalter zusammenbringen und den Bürgern mehr Kanäle bieten? Wenn man berücksichtigt, dass 30% der kolumbianischen Bevölkerung auf dem Land lebt, ist es wichtig, dieser Bevölkerung mehr Gehör zu verschaffen und eine größere Beteiligung zu ermöglichen. Außerdem ist es erforderlich, dass die nationalen und lokalen Institutionen ihre Mechanismen zur Entscheidungsfindung für alle Bürger öffnen. Gleichzeitig muss man auch anerkennen, dass die Bürgerbeteiligung ein Dialog in zwei Richtungen ist. Einerseits müssen die Bürger den Rahmen kennenlernen, in dem sie Einfluss nehmen können. Andererseits müssen der Staat und seine Institutionen ihre Kanäle auf Empfang stellen, um die Botschaft zu empfangen. Abschließend ist es von grundlegender Bedeutung, dass sowohl der Staat als auch die Bürger die Spielregeln einhalten, durch die die Transparenz bei den demokratischen Entscheidungsprozessen garantiert wird. Heute beginnen wir den Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung und wir freuen uns, Ihnen unsere Arbeit für die Demokratie in Kolumbien vorstellen zu können.
Vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Beitrag. Wir haben eben gesehen, wie wichtig es ist, analoge und digitale Bürgerbeteiligungsformen zusammenzudenken. Dabei wurde auch in diesem Video hervorgehoben, welche hohe Bedeutung die Regionen und Kommunen haben, denn gerade dort findet das gesellschaftliche Leben statt. Im Rahmen dieses Teils des Tages der KAS, bei dem es um Bürgerbeteiligung geht, wollen wir auch nach Deutschland schauen und uns die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung näher betrachten. Das machen wir am Beispiel des politischen Bildungsforums Mecklenburg-Vorpommern und des Demokratielabs in Greifswald, einer beeindruckenden Universitätsstadt. Die Universität in Greifswald ist übrigens die zweitälteste Universität im gesamten Ostseeraum. Die älteste Universität im Ostseeraum liegt übrigens auch in Mecklenburg-Vorpommern, nämlich die Universität Rostock. Beim Demokratielab geht es darum, die Demokratie zukunftsfest zu machen, verschiedene Formen der Bürgerbeteiligung auszuprobieren, zuzuhören, wie Menschen Herausforderungen und Veränderungen wahrnehmen und gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen. Das alles passiert im Demokratielab in Greifswald. Und meine Kollegin Dana Fennert wird Ihnen das Demokratielab näher vorstellen. Mein Name ist Dana Fennert. Ich bin Projektreferentin bei der Konrad-Adenauer-Stiftung für das Projekt Gemeinsam Demokratie gestalten. Wir kommen in unserem Demokratielab hier in der Steinmecker Straße 20 in Greifswald. Wir haben dieses Demokratielab für euch eingerichtet, um gemeinsam mit euch ins Gespräch zu kommen und gemeinsam mit euch unsere Demokratie zu gestalten. Vor genau einem Jahr haben wir hier das Demokratielab eröffnet. In unserem KAS-Bus waren wir in Neubrandenburg, in Greifswald, auf der Insel Usedom, in Heringsdorf und Zinnowitz, bei der Leistungsschau in Pasewalk. Wir waren auch auf der Insel Rügen, in Putbus und in Binz. Demokratie ist natürlich ein wichtiges Fundament, auch gerade in Deutschland, auch mit unserer Geschichte. Und wir müssen es lernen, weiter demokratisch miteinander zu diskutieren. Und auch wenn hier 20% rechts wählen, wären es immer noch 80, die es nicht tun. Das Ergebnis kommt nicht von ungefähr, ein Resultat vom Nichtstun. Ich glaube nicht, dass die Demokratie aktuell wirklich gefährdet ist, aber ich glaube, dass sie in einer großen Herausforderung steht. Wir bemühen uns jetzt, die gemeindlichen Räume wieder mit Leben zu füllen, mit kulturellem Leben auch. Wir reden darüber, wie wir gemeinsam Demokratie gestalten können. Ich glaube, das ist ein gutes Format, das sich vielleicht auch entwickelt und weiterentwickeln kann, dass eben die politischen Stiftungen mit ihrem Auftrag stärker auch die breiten Bevölkerungsschichten erreichen kann. Dass ich als Christ auch darauf hinwirke und mich mühe, dass andere Menschen auch wissen, dass wir alle einen Schöpfer haben, dass wir zu ihm gehören und dass dadurch auch ganz viel Gelassenheit und viel Ruhe in unser Leben hineinkommt. Nehmen Sie Ihr demokratisches Wahlrecht in die Hand und sorgen Sie dafür, dass Demokratie weiterleben kann. Es geht darum, die politische Mitte in unserem Lande weiter zu stärken, die politische Willensbildung in allen Bevölkerungsgruppen voranzubringen und natürlich die Strömungen, die uns immer wieder erreichen in dieser Zeit, ob es Corona ist oder eben auch der Populismus, der zum Teil wächst, diese Dinge etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und natürlich auch für Klarheit zu sorgen, für deutliche Argumente, warum diese Dinge, gerade der Populismus, bei uns im östlichen Landesteil nicht zu suchen hat. Wir haben einen Jugendpolitiktag organisiert zu den Themen politischer und religiöser Extremismus. Bei uns im Lab haben wir bereits auch Zeitzeugengespräche veranstaltet. Letztes Jahr war das 70-jährige Jubiläum unseres Grundgesetzes. Dieses Ereignis haben wir als Anlass genommen, um mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen über unsere Grundrechte. Mit der Methode des Poetry Slams haben die Jugendlichen ihre eigenen Gedanken zu diesen Grundrechten formuliert. Jeder Mensch hat Recht auf Freiheit. Jeder Mensch hat Recht auf Schutz. Jeder Mensch hat seine Würde und das ist zum guten Nutz. Vielleicht musst du erst suchen, wo die Meinungsfreiheit steht. Punkt 19 auf der Liste. Es kommt schon etwas spät.
bevor du wieder jemanden verletzt? Schau, ob du nicht dein Recht, dich frei zu äußern, das nächste Mal mit Liebe für andere umsetzt. So, Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Poetry Slam hier in der alten Brauerei in Angermünde. Der Titel der Veranstaltung war Du und deine Grundrechte. Wir haben über Grundrechte mit den Menschen gesprochen. Wir haben überlegt, was die Menschen beschäftigt, wie sie ihre Grundrechte wahrnehmen. Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit. Das waren so zentrale Rechte, wo man gesagt hat, da ist einfach qua Geburt das Recht vorhanden. Ich fand das eine gute Idee, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung hier dieses Projekt angeboten hat. Also ein einmaliges Ereignis, eine gute Ergänzung zu der Kinder- und Jugendarbeit, die hier ohnehin betrieben wird. Ich glaube, dass das auch generell eigentlich das Modell sein sollte, dass flächendeckend Kinder- und Jugendarbeit angeboten wird. Gerade als Poetry Slammer ist mir das Grundrecht der Meinungsfreiheit sehr, sehr wichtig. Für mich ist auch gerade als Poetry Slammer der Artikel 2, die Freiheit der persönlichen Entfaltung, sehr wichtig, da wir eine sehr, sehr diverse Szene sind und das Format auch nur funktionieren kann, wenn da sehr, sehr viele verschiedene und auch teilweise sehr seltsame Gestalten auf die Bühne kommen und die Freiheit haben zu sagen, was sie wollen, wo wir wieder bei Meinungsfreiheit wären, aber quasi der Schritt vor der Meinungsfreiheit, die persönliche Entfaltung und vor allem die ungehinderte persönliche Entfaltung. Und wenn sie sagen, was? Die sind verrückt. Was soll denn das Geschrei? Dann sage ich, ja, verrückt vielleicht, doch frei. Artikel 2. Vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Beitrag. Ich freue mich nun, dass wir live schalten können in das Demokratielab in Greifswald. Da warten auf uns die Leiterin des politischen Bildungsforums Mecklenburg-Vorpommern, Frau Dr. Bremer, die Geschäftsführerin der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern, Frau Littrari, und der Leiter des Auslandsbüros in Chile, Herr Klein. Ich freue mich auf ein spannendes, anregendes, interessantes Gespräch. Ja, vielen Dank, Herr Beribes. Herzlich willkommen. Wir senden direkt aus dem Demokratielab Greifswald der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hier finden zahlreiche Veranstaltungen, Projekte zum Thema Teilhabe in unserer Gesellschaft statt. Mein Name ist Silke Bremer und wir haben nun eine kurze Gesprächsrunde zum Thema Bürgerbeteiligung, Teilhabe in der Demokratie. Und ich freue mich sehr, zwei spannende Gesprächspartner hier an meiner Seite zu haben. Zum einen Frau Dr. Littrari, sie ist Geschäftsführerin der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern, und zum anderen ist uns zugeschaltet aus Südamerika Andreas Klein. Er ist Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Chile. Frau Littrari, das Herz der Demokratie schlägt in den Parlamenten. Und in erster Linie sind es die politischen Parteien, denen eine politische und gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe zukommt. In den neuen Bundesländern ist der Organisationsgrad der Parteien allerdings deutlich niedriger als in den alten Bundesländern. Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung kann man das noch beobachten. Was ist da eigentlich der Grund? Woran liegt es? Ja, liebe Frau Dr. Bremer, als allererstes herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, heute in Greifswald zu sein, hier im Demokratielab. Und ja, möchte auf Ihre Frage gerne antworten, dass der Transformationsraum Ostdeutschland ja eine sehr komplexe Historie nicht nur in den letzten 30 Jahren hinter sich gebracht hat, sondern auch in den Jahren vor 89. Wir haben es hier mit zwei Entwicklungen zu tun, die sich gegenseitig verstärken. Zum einen kennen wir die Entwicklung auch aus dem gesamten Bundesgebiet, dass sich Menschen eher entscheiden, sich ad hoc zu engagieren, weniger Vereinsmitglied irgendwo zu werden oder auch Mitglied in einer Partei. Das ist natürlich auch in Ostdeutschland der Fall, und umso jünger auch Ostdeutschland wird, umso
größer wird auch eher diese Praxis. Zum Zweiten haben wir es hier mit einem kulturellen Raum zu tun, der sehr differenzierte Erfahrungen damit gemacht hat, was es heißt, mit einer Partei im Land zu leben. Da spreche ich natürlich von der Zeit vor 89, die wirklich bis ins Private Rahmenbedingungen vorgegeben hat. Ja, also ich mag alle gerne daran erinnern, dass wir es mit einem System zu tun hatten, was auch letztendlich die letzte Entscheidung darüber hatte, wie Berufswege stattgefunden haben, wo Wohnorte stattfinden können von Familien und anderes. Das heißt, es sind letztlich auch vor 89 nicht nur gute Erfahrungen mit einer Partei gemacht worden. Und auch nach 1989 ist in diesem Transformationsraum ja eine sehr erfolgreiche ökonomische und politische Union hat hier stattgefunden. Die kulturelle Union hat aber vor allem im Hinblick auch auf den Elitetransfer von West nach Ost dazu geführt, dass der lang erhoffte, ersehnte und erkämpfte Moment des sich selbst Zeigens und selbst aktiv werden, auch in politischer Kraft, dass das am Ende viele nicht erlebt haben, weil es einen Elitetransfer auch gegeben hat von West nach Ost und man eher den Eindruck dann gewann, eben nicht mitwirken zu können. Und das wären meine beiden Begründungslinien dafür, warum es auch jetzt hier in Ostdeutschland insbesondere eine Zurückhaltung gibt, sich politischen Parteien anzuschließen als Mitglied. Sie sind Geschäftsführerin der Ehrenamtsstiftung in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, Sie haben einen Auftrag hier in den neuen Bundesländern in Mecklenburg-Vorpommern. Und Sie haben vermutlich gute Stellschrauben, gute Möglichkeiten, auf diese Situation zu reagieren. Mich würde interessieren, wie Sie als Ehrenamtsstiftung versuchen, politische, gesellschaftliche Teilhabe zu unterstützen, zu fördern. Welche Formate wenden Sie an? Und Sie sind in Ihrer Funktion ja relativ neu. Vielleicht haben Sie Zukunftsideen, wo Sie vielleicht ein bisschen unkonventionell mit neuen Methoden auch dieses Thema bearbeiten wollen. Ja, in der Tat bin ich seit Oktober 2020 die neue Geschäftsführerin der Ehrenamtsstiftung und wir haben seitdem einen Organisationsentwicklungsprozess auch angestoßen, einen eigenen nach innen und haben uns gefragt, warum gibt es uns eigentlich als Stiftung? Haben unseren Purpose herausgearbeitet. Und uns ist klar geworden, wir sind einer der relevanten Demokratiemotoren, dafür wollen wir antreten. Wie machen wir das? Wir haben die Möglichkeit, über unsere klassische Förderung wirklich ehrenamtliche Initiativen kleinster Art in jedem Dorf, in jeder Stadt in Mecklenburg-Vorpommern zu unterstützen. Das nehmen sehr viele Vereine in Anspruch und können darüber eine Idee zur Belebung oder auch zur Mitgestaltung tatsächlich realisieren, bevor vielleicht auch rechte Strömungen dann ihre Räume besetzen, die einfach nicht über eine konstruktive, demokratisch verfasste Initiative entsteht. Wir haben des Weiteren auch die Möglichkeit, Initiativen, Vereine, gemeinnützige Organisationen juristisch zu beraten. Und was wir ganz neu machen, ist, dass wir, dazu lade ich auch herzlich ein, ab Herbst ein Programm für Organisationsentwicklung starten. Denn ich habe den Ansatz, dass im Grunde auch die Teams, die sich jetzt guten Ideen zuwenden, also Gutes tun in MV, dass die auch gerade bedingt durch die Pandemie den nächsten Schritt machen müssen, im Hinblick darauf, sich neu aufzustellen. Denn wir haben verschiedene Phänomene. Wir haben natürlich Menschen, also Vereine, Teams, die unglaublich überaltert sind. Wir haben also dadurch das Thema junges Engagement. Wir haben das Thema Zusammenarbeit in einem Flächenland, wo man nicht für jedes Treffen ehrenamtlich noch lange Wege ablegen möchte. Und deshalb glauben wir, dass die Vereine gut beraten sind, wenn sie daran teilnehmen. Denn wir haben ein Handbuch auch entwickelt, wo ein eigener Beratungsansatz drinsteht. Den haben wir aufgesetzt auf Grundlage einer Befragung, die wir gemacht haben bei den Vereinen. War drückt der Schuh tatsächlich? Und sie können jetzt dann im Wert von 3.000 Euro 10 Beratungseinheiten nutzen, um im Grunde aus diesem Handbuch verschiedene Methoden, die darin aufgeführt sind, mit einem Berater tatsächlich durchzuführen.
Also ich glaube, dass da auf jeden Fall frischer Wind dann ins Ehrenamt einzieht. Und ich glaube, dass das Ehrenamt für mich einfach der Ort ist, wo tatsächlich auch demokratischer Ausdruck gelebt werden kann. Ich glaube, es muss nicht am Ende immer die Parteimitgliedschaft sein, sich auch für die demokratische Gemeinschaft einzusetzen, indem ich mich im Sportverein engagiere, ist eine Form, finde ich, des demokratischen Ausdrucks, weil darüber Gesellschaft gestaltet wird, die über den Gartenzaun hinausgeht. Ja, vielen Dank. Ich denke, es sind gute Strukturen, die man hier geschaffen hat, um politische Teilhabe zu fördern. Wir gehen jetzt einmal nach Südamerika. Lieber Andreas, ich freue mich sehr, dich hier zu sehen. Und du wirst mir ganz sicherlich bestätigen können, dass kein Land ist wie das andere und insofern ist auch jede Demokratie anders. Partizipation als Grundprinzip ist aber allen Demokratien gemein oder sollte allen Demokratien gemein sein. Mich würde interessieren, wie in Chile mit diesem Thema umgegangen wird. Wie sind in Chile Menschen bereit, sich für die Gesellschaft, für Demokratie einzusetzen? Ja, zunächst einmal herzliche Grüße nach Greifswald. Ja, wir befinden uns in Chile im Moment an einem wirklich sehr spannenden historischen Prozess. Seit Oktober 2019 gab es hier soziale Unruhen aufgrund der extremen Ungleichheit, die wir in vielen Ländern Südamerikas feststellen, aber insbesondere eben auch in Chile. Und aufgrund dieser sozialen Unruhen, die teilweise gewalttätig auch vorgetragen wurden, wurde ein Verfassungsprozess in Gang gesetzt, aufgrund zunächst einmal eines politischen Übereinkommens zwischen Kräften der Opposition und der Regierung, die aber die Bevölkerung aufgefordert haben, darüber abzustimmen, ob sie eine neue Verfassung sich geben möchten. Ja, diese Volksbefragung darüber hat im vergangenen Jahr bereits unter Pandemiebedingungen stattgefunden. Ein Großteil der Bevölkerung hat sich dafür ausgesprochen, sich eine neue Verfassung zu geben. Und also einen direkten Auftrag an die Politik gegeben, diesen Prozess zu beginnen. Und so hat vor 14 Tagen eine Wahl stattgefunden zu einer verfassungsgebenden Versammlung, über die Bürger in allgemeinen und freien Wahlen entschieden haben. Und nun soll also in den nächsten 9 bis 12 Monaten eine Verfassung ausgearbeitet werden von einer verfassungsgebenden Versammlung. Und anschließend, wenn dieses Dokument steht, wird dieser Text erneut den Menschen zur Abstimmung präsentiert. Und wenn ein großer Teil, also 2/3 der Bevölkerung, diesen Verfassungstext, diesen neuen Verfassungstext bestätigen, wird diese neue Verfassung in Kraft gesetzt. Das Besondere jetzt an dieser verfassungsgebenden Versammlung ist, dass ein Großteil unabhängiger Kandidaten, die also keiner politischen Partei angehören und teilweise auch erstmals überhaupt Kontakt mit Politik und politischen Prozessen als, sagen wir mal, als Mandatsträger hatten, gewählt wurden und jetzt in der Verantwortung stehen, diesen Verfassungstext auszuarbeiten. Das bildet im Prinzip einen großen Vertrauensverlust in die traditionellen politischen Parteien ab, aber darüber hinaus eben positiv ausgedrückt ein großer Vertrauensvorschuss an und Gestaltungswillen an Bürger, die sich hier für diesen Verfassungsprozess zur Verfügung gestellt haben. Ja, Andreas, du bist, bevor du dann nach Chile gegangen bist, für die politische Bildung in Hamburg tätig gewesen und da würde mich interessieren, wie du die beiden Länder im Vergleich im Hinblick auf politische Teilhabe wahrnimmst. Genau, was ist da für dich an Gemeinsamkeiten oder auch an Unterschieden erkennbar? Naja, die Tradition ist schon eine andere natürlich, völlig klar. Hamburg ist ja auch in Deutschland durchaus ein Vorreiter, kann man glaube ich sagen, im Elementen der direkten Demokratie. Also dort sind Volksbegehren seit den 90er Jahren bereits gesetzlich verankert im Gesetz, also im
Gesetz im Recht der Freien und Hansestadt Hamburg, aber auch Bezirksebene. Soweit sind wir natürlich in Chile nicht. Chile ist durchaus vergleichbar mit Osteuropa und Ostdeutschland, nicht? Also hier die Demokratiebewegung ist entstanden Ende der 80er Jahre, als ja, sich weite Teile der Bevölkerung gegen die Militärdiktatur Augusto Pinochets aufgelehnt haben und zeitgleich in den Prozessen in Osteuropa 88, 89 in einer Volksbefragung gegen die Verlängerung der Diktaturzeit sozusagen Augusto Pinochets entschieden haben, unter sehr schwierigen Bedingungen damals natürlich, und damit die Wiederherstellung der Demokratie in Chile einleiteten. 1990 dann die erste demokratische Regierung im Amt, und seitdem haben wir in Chile eine stabile Demokratie, eine repräsentative Demokratie mit einem starken Präsidenten, aber die Menschen fordern mittlerweile mehr ein. Ja, deswegen, also in den letzten 30 Jahren hat Chile eine tolle Entwicklung genommen, vor allen Dingen wirtschaftlicher Natur, aber wie gesagt auch eine stabile Demokratie entwickelt, auch gerade im Vergleich der Nachbarländer hier in der Region. Aber die Verfassung, die nach wie vor in Kraft war und ist, stammt noch aus der Zeit der Militärdiktatur. Und für viele Menschen bedeutet eben die Überwindung dieser alten Verfassung dann tatsächlich auch den Beginn einer neuen Epoche, einer noch demokratischeren Epoche. Und ich bin sicher, dass in dieser neuen Verfassung auch verstärkt Elemente aufgenommen werden, die eine direktere Demokratie zulassen und beispielsweise eben Volksbegehren, Volksbefragungen, Referenten dann auch per Gesetz festlegen und festschreiben. Also das, was in Hamburg beispielsweise und in anderen Bundesländern seit vielen Jahren, Jahrzehnten bereits der Fall ist. Ja, Pluralismus ist ein wesentliches Merkmal von Demokratie. Pluralismus sollte mit einer starken Debattenkultur verbunden sein. Wir sehen in Deutschland in den letzten Jahren, insbesondere durch Social Media, dass die Debattenkultur hier unter Druck gerät. Machst du ähnliche Erfahrungen in Chile? Ist es für euch im Auslandsbüro vielleicht auch ein Thema, sodass ihr vielleicht auch etwas dagegen stellt? Ja, absolut. Das ist natürlich hier auch ein Thema. Die Debattenkultur über die sozialen Medien hat in den letzten Jahren überhand genommen und die Qualität dieser Debattenkultur hat stark abgenommen. Das ist sicherlich ein Thema. Also über Twitter und ähnliche Kanäle wird hier auch der ein oder andere aus dem anderen politischen Lager beschimpft und mit Schmutz überzogen. Es werden natürlich hier auch sehr viele Falschmeldungen verbreitet, Verschwörungstheorien, das auch schon vor der Pandemie natürlich. Also hier wird sozusagen mit harten Bandagen gekämpft. Und wir versuchen als Konrad-Adenauer-Stiftung da auch gegenzuhalten über unsere Partner, beispielsweise im Bereich der Fake News, Falschmeldungen, arbeiten wir hier mit einem Partner zusammen, der mit einem kleinen Team politische Debatten verfolgt und direkt auch nachsteuert, wenn ja, bewusst oder unbewusst Falschaussagen hier gestreut werden. Und verbreitet diese Richtigstellung dann auch, die sie überprüft haben, gecheckt haben, entsprechend über ihre Kanäle. Aber es ist natürlich wie in Deutschland, wie überall anders auch auf der Welt, wenn erst einmal eine gewisse negative Berichterstattung, eine falsche Berichterstattung in die Welt gesetzt wurde, ist es sehr schwierig, dagegen auch sozusagen anzukämpfen und sich entgegenzustellen. Aber ja, wir versuchen das über unsere Kanäle, über unsere Partner und diese Partner, die in der Regel keine andere Förderung erfahren, außer die unsrige, das sind Nichtregierungsorganisationen, oftmals Journalisten, die, sage ich mal, ohnehin einen schweren Stand haben, wirtschaftlicher Natur, die versuchen wir zu unterstützen und in ihrer Arbeit zu bestärken. Ja, Frau Letrari,
Sie sind sehr engagiert im Netzwerk der Wendekinder. Wendekinder sind mit Transformationserfahrungen aufgewachsen. Ihnen wird zugeschrieben, dass sie sehr flexibel sind und dass sie auch sehr gut mit Veränderungen umgehen können. Sind Wendekinder prädestiniert, Verantwortung gerade in den neuen Bundesländern, also in ihrer Heimat, zu übernehmen? Da gibt es nur eine Antwort darauf und das ist ein großes Ja, ganz groß geschrieben. Denn wie wir gerade bei Herrn Klein auch gehört haben, ist tatsächlich das Potenzial der jungen Generation wirklich ein maßgebliches für Länder, wo im Grunde die Generation derer, die jetzt in die Verantwortungspositionen auch kommen, also das ist bei den Wendekindern der Fall, die sind ungefähr zwischen 35 und 45 Jahre alt. Das ist die Generation, die mit Eltern aufgewachsen ist, die im Grunde eine autoritäre Erfahrung in ihrer Sozialisation gemacht haben. Und wir haben es vorhin angesprochen, das hat Auswirkungen auf das Selbstbild, mitzuwirken, partizipativ zu sein, bis hin dazu, ob ich Parteimitglied werden will oder nicht. Und es ist absolut erforderlich für Ostdeutschland und ich denke auch für Chile, dass im Grunde diese Generation sich jetzt dieser Verantwortung bewusst wird, denn gerade die Wendekinder haben das Glück gehabt, in einem vereinigten Deutschland ihre Jugend und ihr Erwachsendasein zu verbringen. Sie haben aber auch erlebt, wie es heißt, frühkindlich in einem autoritären System aufzuwachsen. Und jetzt ist der demografische Wandel auch im vollen Gange in Ostdeutschland. Das heißt, jetzt werden die Positionen auch frei dafür, dass im Grunde auch all die Abgewanderten, das ist ja auch ein starkes Phänomen der 90er Jahre gewesen, Generation der Wendekinder, eben jetzt auch sagen, ich bin bereit, zurückzukehren und hier beruflich, aber damit auch gesamtgesellschaftlich wirklich wieder Verantwortung zu übernehmen und meinen Rucksack hier in Ostdeutschland auszupacken. Und ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass das auch eine Strahlkraft hat auf die Eltern- und Großelterngeneration. Dass sie also, wenn sie sehen, dass Repräsentation, also Führungsverantwortung von den Kindern und Kindeskindern stattfindet, sie dann wieder Vertrauen gewinnen können, dahingehend, dass auch sie durch Kinder und Kindeskinder auch mitentscheiden können in dem Land, was sie ja 89 auch aus sich heraus, aus eigener Kraft heraus befreit haben. Vielen herzlichen Dank. Partizipation ist interessant, sehr attraktiv für eine bestimmte Generation. Wir gehen jetzt noch einmal rüber zu Andreas Klein nach Chile. Und das Thema Partizipation ist ja ein sehr wichtiges Thema für die Adenauer Stiftung. Wie greift ihr in Chile das Thema auf? Welche Bedeutung hat es vielleicht, dass du nur ganz kurz den etwas zum Stellenwert dieses Themas in Chile sagst? Ja, natürlich. Partizipation insgesamt ist eines der zentralen Themen für die Konrad-Adenauer-Stiftung hier in Chile. Und genau wie gerade schon angesprochen, setzen wir hier natürlich auch auf die junge Generation. Das müssen nicht unbedingt die Studenten in erster Linie sein, aber eben genau die jungen Leute, die in den letzten 30 Jahren in der Demokratie aufgewachsen sind, ein Stück weit noch Diktaturerfahrung mitgebracht haben als Kinder, vielleicht Jugendliche, die aber vor allen Dingen auch eine Erfahrung in der Zivilgesellschaft gesammelt haben, die also ein ganz anderes Denken auch mitbringen, ein ganz anderes partizipatives Denken. Und hier arbeiten wir mit einer Reihe von jungen Bürgermeistern und Gemeinderäten zusammen, die versuchen, unter dem Oberthema Open Government, Gobierno Abierto, neue Elemente der Kommunalpolitik und der direkten Demokratie auf kommunaler Ebene umzusetzen. Das ist ein wichtiges Projekt, das mittlerweile auch hier von der UN-Organisation CEPAL anerkannt wird und entsprechend gefördert wird. Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Letrari, dir, Andreas, nach Chile. Ich denke, es ist deutlich geworden in dieser kurzen Diskussion, dass die Förderung von Partizipation eine ganz wichtige Kernaufgabe für demokratische Gemeinschaften darstellt. Und wie das auch unter anderem auch hier in Greifswald in den letzten 2 Jahren gemacht wurde,
Das wird nun besprochen. Ich gebe ab an Dana Fennert. Sie spricht mit einer Künstlerin, die in den letzten 2 Jahren im Rahmen dieses Demokratieprojektes in Greifswald sehr stark mitgearbeitet hat. Und ja, das Wort geht an Frau Fennert. Vielen Dank an Silke Bremer. Wir sind jetzt in Greifswald im Museumshafen und ich freue mich, Theresa Steigleder begrüßen zu dürfen. Hallo, schön mit euch hier zu sein. Ja. Theresa, du bist Schriftstellerin und Poetry-Künstlerin. Du bist in Thüringen geboren und hast hier in Greifswald Literaturwissenschaften studiert. Wir konnten während vieler Formate mit dir in unserem Projekt Gemeinsam Demokratie gestalten zusammenarbeiten. Was hat dich motiviert, bei uns mitzumachen? Ja, gute Frage. Wir haben uns ja im Januar letztes Jahr kennengelernt, das war ja noch vor Corona. Und auch da schon, mich zieht es irgendwie in die Politik, aber nicht so richtig als Politikerin, aber ich habe auch in meinen Texten viele politische Themen, die ich aufgreife. Deswegen seid ihr vielleicht auch auf mich aufmerksam geworden. Und dann, als Corona dann kam, fand ich es noch viel, viel wichtiger sogar, dann für euch zu arbeiten oder mit euch zusammen diese Projekte zu gestalten, weil dann hat das Wort Demokratie noch eine viel größere Bedeutung eigentlich gekriegt dann im Laufe des letzten Jahres. Genau. Theresa, wir haben ja beispielsweise zusammen zu einem Poetry-Wettbewerb aufgerufen oder haben auch im Rahmen unserer Demokratie-Bus-Tour warst du ja auch mit dabei. Ja. Und hast da den wunderschönen Text, die Melodie der Demokratie vorgetragen. Ja. Welche Erfahrungen waren für dich ganz besonders im Rahmen dieser Zusammenarbeit? Also das Schreibseminar war ja leider online, aber das war auch gar kein Problem, weil wir so eine viel größere Reichweite eigentlich noch hatten und Leute aus ganz Deutschland dann da mitgemacht haben. Das war sehr schön. Und das ist sowieso an Online-Formaten, finde ich, das Schöne, dass die Reichweite einfach steigt. So, genau. Aber bei der Demokratiebus-Tour, das war auch eine sehr spannende Angelegenheit, weil wir sehr viel ins Gespräch kamen mit total unterschiedlichen Leuten, die ja uns irgendwie als Politik-Auswirkende erkannt haben und dann mit uns das Gespräch gesucht haben auch. Und das war sehr spannend. Da gab es Leute, die mit uns diskutiert haben. Wir standen da teilweise ja eine Stunde mit Leuten, die dann über die Corona-Politik diskutiert haben. Dann war einmal in Rostock eine schöne, das war dann wirklich mal schön, da kamen Jugendliche und waren ganz skeptisch erst, was wir da machen und haben dann gesagt, ach, ihr wollt doch sowieso nur hören, was ihr hören wollt von uns. Und dann kam ich dadurch so ein bisschen ins Gespräch mit denen und dann haben die auch ganz toll unser MV-Kettengedicht mit ausgefüllt. Und ich hatte eine sehr, sehr schöne Unterhaltung über Politik mit denen dann eben und über verschiedene Parteien dann auch und ja, was die so davon halten. Das fand ich sehr, sehr gut und ja, dann Stralsund war natürlich auch schön. Also es war natürlich auch touristisch schön, mal wegzukommen und genau. Also das fand ich eine sehr, sehr schöne Sache mit der Demokratie-Bus-Tour. Du hast gerade das Kettengedicht erwähnt. Vielleicht möchtest du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern kurz erläutern, was es damit auf sich hatte. Ja, gerne. Das Kettengedicht, das waren so kleine A5-Zettel. Da haben wir drauf geschrieben, wenn ich an Mecklenburg-Vorpommern denke, dann denke ich an ... Und die vorbeigelaufen sind und Kontakt mit uns gesucht haben, konnten das mit ausfüllen. Und das habe ich dann auch immer so einfach vorgelesen und vom Zettel abgelesen und habe daraus dann auch noch einen Adventskalender gebastelt am Ende des Jahres, genau. Weil ich das schön fand, diese Stimmen, das waren ja nicht meine Stimmen und meine Texte, das waren wirklich die Texte dieser Leute, also einfach der Bürger, so, das war Bürgerbeteiligung, wirklich im wahrsten Sinne auch, fand ich, ja. Theresa, vielleicht wenn du für uns als Stiftung einen Rat hast, konnten wir mit unserer Demokratiebus-Tour bzw. mit unserem Format des Poetry Slams junge Menschen erreichen? Ja, wir haben ja auch junge Menschen erreicht. Es ist ja passiert. Ja, und es gibt ja aber noch viele andere Formate, die ihr vielleicht ausprobieren könntet. So Poetry Slam, das ist ja jetzt in den Schulbüchern angekommen und was in den Schulbüchern ankommt, das veraltet halt dann auch gleich. Deswegen vielleicht macht doch mal Rap oder so. Rap-Workshops würde ich echt schön finden. Oder Graffiti-Workshops. Das ist ja auch gerade wirklich eine Kunstrichtung, die sich sehr gut weiterentwickelt, auch politisch.
ja, hier gibt es viele tolle Graffiti-Künstler in Greifswald. Empfehle ich euch gerne Leute weiter. Genau, macht das auf jeden Fall und das ist echt gut. Ja, genau. Vielen Dank, Theresa, und gerne. Ich gebe ab aus Greifswald zurück ins Studio nach Berlin. Dankeschön nach Greifswald in den Norden. Wir haben nun viel über Bürgerbeteiligung gesprochen in Chile, in Kolumbien, in Deutschland. Eine Ebene darf nicht fehlen, Europa. Europa ist für die Konrad-Adenauer-Stiftung keine Nebensache, auch nicht nice to have, sondern unersetzlich und unerlässlich. Und ich freue mich sehr, dass wir nun die Gelegenheit haben, ausführlicher über Europa und Bürgerbeteiligung zu sprechen. Und damit begrüße ich ganz herzlich Frau Leikert. Frau Leikert ist nicht nur eine überzeugte Herzenseuropäerin, sondern sie hat sich ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und zuständig für Europapolitik und Menschenrechte. Frau Leikert, Sie sind viel unterwegs im Land, nicht nur in Berlin, auch in Ihrem Wahlkreis in Hanau, viel in Europa. Was bedeutet für Sie Europa im Jahre 2021? Also wenn man sich so in der Welt umschaut, dann ist Europa, die Europäische Union, wirklich sowas wie ein politisches Wunder. So weit kann man, glaube ich, gehen, wenn man sieht, dass sich 27 Staaten zusammenschließen, um sich ein gemeinsames Regelwerk zu geben. Und wenn es sowas gäbe wie einen Preis für die schönste politische Idee, dann wäre das sicherlich neben Demokratie die Europäische Union für mich eins der Top 1 Schönheitspreise, die man dafür geben könnte. Ja, und ganz konkret ist es natürlich Europa ein Raum der Freiheit, sowohl der individuellen Freiheit, reisen, arbeiten, studieren, all das kann man in Europa grenzenlos sozusagen. Und als Wahlkreisabgeordnete und als Bürgerin ist Europa natürlich auch ein Raum des Wohlstands. Also wenn ich mir anschaue, die Unternehmen in meinem Wahlkreis, aber auch in Gesamtdeutschland, die liefern fast mehr als 50% ihrer Waren ins EU-Ausland, kann man ja gar nicht sagen, in die Europäische Union und garantieren hier auch unseren Wohlstand. Von daher ist die europäische Idee sowohl von ihrer Idee sehr schön als auch in ihrer Umsetzung sehr effektiv und ja, ein Raum, in dem ich gerne lebe. Wir wollen auch die Gelegenheit nutzen, um über einen Prozess zu sprechen, einen Diskussionsprozess, der nicht vor allzu langer Zeit gestartet ist, nämlich die Konferenz zur Zukunft Europas. Worum geht es bei diesem Prozess? Was ist dieser Bürgerbeteiligungsprozess? Ja, wir sehen ja bei der Europäischen Union, dass sie mehr und mehr konfrontiert ist mit Fragen, die wirklich nur noch in einer großen Gemeinschaft gelöst werden können, wie zum Beispiel selbstverständlich das Klimathema, aber auch Digitalisierung macht nicht nur Sinn, wenn man es im nationalen Rahmen löst, sondern da brauchen wir schon einen digitalen Binnenmarkt, um uns weltweit und global gut aufzustellen. Und da ist es jetzt gut, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger einbinden, wenn sie sich beteiligen können an einem großen Dialog quer über Europa hinweg. Und ich habe mal auf die Homepage geguckt, die Kommission eingerichtet hat. Über 15.000 Bürgerinnen und Bürger, die sich da schon beteiligt haben. Von daher sieht man ja auch an der Resonanz, wie gerne Bürgerinnen und Bürger mitsprechen, sich beteiligen und sich auch über die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union Gedanken machen und Vorschläge unterbreiten. Nun ist es so, dass in der Vergangenheit bereits auch andere Bürgerbeteiligungsprozesse stattgefunden haben, andere Diskussionsprozesse, Reflexionsprozesse, in deren Rahmen man der Frage nachging, wie man die Europäische Union handlungsfähiger machen kann, bürgernäher machen kann. Was ist an diesem Prozess tatsächlich neu? Ja, ich glaube, was wirklich überzeugend ist, ist, dass wir diese digitalen Plattformen richtig gut einsetzen und gut nutzen. Wie gesagt, ich bin ganz begeistert darüber, dass sich schon so viele beteiligen und es ist einfach schön zu sehen, wenn Niederländerinnen kommentieren, auch spanische Vorschläge,
Also das geht quer durch Europa durch. Das ist ganz konkret und übrigens ganz einfach. Jeder kann sich auch einklinken und in eine Veranstaltung, die in Italien organisiert ist, dort daran teilnehmen. Es wird vier große grenzüberschreitende europäische Bürgerdialoge geben in Dublin, in Maastricht, in Warschau und in Florenz. Und die Bürgerinnen und Bürger werden auch nochmal beteiligt an den Plenarsessions, die es geben wird, wo auch Politikerinnen und Politiker dann anwesend sein werden. Sie sind seit 2013 Bundestagsabgeordnete. Vielleicht können Sie uns kurz darlegen, welche Rolle spielen nationale Parlamente, wie beispielsweise der Bundestag, in der Europäischen Union? Ja, wir als nationale Politikerinnen und Politiker stehen in engem Austausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Brüssel. Zugegebenermaßen ist es so ein bisschen unterschiedlich. Sie haben es gerade angesprochen, 2013 bin ich in den Deutschen Bundestag gekommen, war da zuständig 4 Jahre für die Gesundheitspolitik. Auch da sind wir mal nach Brüssel gefahren mit dem Ausschuss und haben uns ausgetauscht. Aber das ist ja doch noch ein Bereich, der sehr national organisiert ist. Wir sehen jetzt, dass die Pandemie erfordert, dass wir auch da uns enger austauschen und enger abstimmen. Es gibt Bereiche, die sind ja schon längst vergemeinschaftet, wie zum Beispiel der Landwirtschaftsbereich, aber auch in anderen Bereichen, wie gesagt, Digitalpolitik, Wirtschaftspolitik. Da gibt es sowieso auch schon traditionell immer einen engen Austausch. Viele Gesetzgebungen, die wir in dem Bereich machen, sind eng abgestimmt mit Brüssel oder kommen auch initiativ dann aus Brüssel. Und von daher ist es ganz notwendig für uns auch mit Blick auf unsere auch nach wie vor nationalen Interessen hier in einem engen Austausch zu sein. Und spätestens dann, wenn es ums Geld geht, auch da sind wir dann beteiligt als Deutscher Bundestag. Wir haben es zuletzt intensiv eingebracht, als es um den Recovery Fund ging, wie der ausgestaltet wird, für welche Bereiche dort das Geld ausgegeben werden soll. Da ist es uns ganz wichtig, dass es tatsächlich für Zukunftsbereiche ausgegeben wird, für große Wasserstoffprojekte beispielsweise. Da sind wir dann intensiv in der Diskussion auch beteiligt. Aber auch wenn es beispielsweise um das Thema geht, neue Staaten aufzunehmen. Wir hatten in den vergangenen Jahren große Diskussionen darüber, beispielsweise über Nordmazedonien, Albanien. Auch hier hat die CDU-CSU-Fraktion sich eingebracht, zusammen mit dem Koalitionspartner entsprechend Kriterien formuliert, unter welchen Bedingungen die Aufnahmegespräche aufgenommen werden können. Ist dann leider aktuell noch an Bulgarien gescheitert. Das sind aber alles Prozesse, wo der Deutsche Bundestag ein großes Mitspracherecht hat. Übrigens ein bisschen anders als, wenn man es mal vergleichen möchte, mit der Assemblée Nationale als bei den Franzosen. Das ist wesentlich eingeschränkter, aber wir hier pflegen einen engen Austausch, gerade natürlich als Europapolitikerinnen und Politiker mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Brüssel. Es ist fast so ein bisschen, wie wenn ich hier im Wahlkreis in einem engen Austausch bin mit den Landtagskollegen oder viele von uns haben ja auch noch kommunale Mandate mit der kommunalen Ebene oder Kreisebene. Also das hat schon in Zügen einen föderalen Charakter, was den Austausch oder die Intensität des Austauschs angeht. Vielen Dank, Frau Leikert. Die Zukunftskonferenz besteht aus verschiedenen Bausteinen. Die digitale Plattform haben Sie bereits genannt. Es sind aber auch europäische Bürgerforen ein Teil der Zukunftskonferenz. Die sind zufallsbasiert. Das heißt, nicht jeder kann daran teilnehmen, sondern man wird per Zufallsprinzip ausgesucht oder ausgewählt. Können Sie sich vorstellen, dass solche zufallsbasierten Bürgerbeteiligungsforen, Modelle, dass sie zu einem festen Teil der politischen Landschaft in Deutschland oder in Europa werden können? Also ich finde es ein sehr, sehr gut aufgesetzten Prozess von der Europäischen Kommission, eben nicht nur die institutionellen Akteure einzubinden oder auch die Repräsentanten aus den nationalen Parlamenten, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger direkt zu beteiligen in diesen Foren. Die Bürgerinnen und Bürger haben da nochmal natürlich eine ganz andere Möglichkeit, auch ihre Perspektiven einzubringen und zu artikulieren.
Am Ende des Tages ist es so, dass die Ergebnisse aus diesen Foren dann als Vorlage genutzt werden, um diese dann in den Institutionen, wo ja gewählte Volksvertreterinnen und Volksvertreter sitzen, dann auch weiter zu debattieren und aus diesen Vorschlägen dann auch konkrete Ergebnisse abzuleiten. Von daher denke ich, dass dieser Prozess mit den Bürgerforen zusätzlich zur Konferenz eine wirklich sehr gelungene Mischung ist. Die Zukunftskonferenz setzt sich auch das Ziel, den Selbstanspruch, möglichst alle Gesellschaftsschichten zu erreichen, möglichst alle Menschen zu erreichen, möglichst überall zu erreichen. Wie kann man sicherstellen, dass man auch diejenigen erreicht, die sich vergessen fühlen, die sich abgewendet haben oder möglicherweise sogar den politischen, den demokratischen Diskurs verlassen haben? Also was ich gut finde, ist, dass die Kommission auf ihrer Website, die ist bereits ja jetzt schon sehr frequentiert ist, auch alle Amtssprachen anbietet, damit sich auch wirklich alle in ihren Muttersprachen dort äußern können. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit es auch keinen exklusiven Charakter hat. Also dass jetzt nur auf Englisch oder Französisch sich dort ausgetauscht werden könnte, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und zusätzlich dazu wird es ja auch auf der nationalen Ebene, regional, aber auch lokal vor Ort entsprechende Konferenzen geben. Ich kann da auch nur alle Kolleginnen und Kollegen ermuntern, solche Gesprächsangebote auch aufzusetzen. Ich glaube, da ist auch die Politik sehr gefordert, dass wir den Ball von der Kommission aufnehmen und auch in Bruchköbel beispielsweise bei mir zu Hause oder in Hanau, in meinem Wahlkreis, solche Veranstaltungen dann auch durchzuführen. Es gibt noch einen anderen Selbstanspruch des Vorsitzes der Zukunftskonferenz und der besteht darin, verschiedene Zukunftsvorstellungen zusammenzubringen. Und ich frage mich manchmal, ist das nicht eine Herkulesaufgabe? Fürsprecherinnen und Fürsprecher des europäischen Föderalismus verstehen die Zukunftskonferenz als den nächsten Schritt hin zu einem europäischen Bundesstaat. Nationalkonservative Kräfte wollen ein Bündnis von Nationalstaaten. Wie kann man dennoch sicherstellen, dass die Zukunftskonferenz ein Beitrag dazu ist, das Gemeinsame über das Trennende zu stellen? Ja, Herr Beribes, ich finde das eine ganz, ganz spannende Frage, vor allem auch als Politikwissenschaftlerin. Ich weiß nicht, in wie vielen Seminaren ich mich zu diesem Thema auch schon mit den verschiedensten Leuten auseinandergesetzt habe. Also dass diese Frage Bundesstaat, ja, nein, das ist ein Thema, was sicherlich eine Zukunftsfrage sein wird. Die kann man auch versuchen, theoretisch aufzulösen. Was vielleicht auch wichtig ist, wir diskutieren das aus deutscher Perspektive auch oft vor dem Hintergrund des deutschen Föderalismus, der nicht unbedingt das gängige Modell ist in allen anderen Mitgliedstaaten oder auch vor dem Hintergrund der Vereinigten Staaten von Amerika, die aber nicht aus gewachsenen Nationalstaaten sich gegründet hat. Ich fand es immer ganz sympathisch, sich irgendwie zu einigen darauf, dass die Europäische Union wirklich was Eigenständiges ist. Also ein System sui generis, hat es mal jemand beschrieben. Und davon ausgehend, und das finde ich viel interessanter als diese theoretische Frage, die praktische Frage, was brauchen wir heute, um die Europäische Union zukunftsfest zu machen? Also ich habe natürlich als Anspruch, als Bürgerin und als Mutter, auch für meine Kinder sicherzustellen, dass die Europäische Union noch der lebenswerte Raum ist, den sie jetzt ist. Und die Frage, wie schaffen wir es, den European Way of Life abzusichern und vielleicht auch als Standard gegenüber dem aufstrebenden China festzulegen. Also sollte ja unser Anspruch sein an dieser Stelle. Und von daher ist das Ausgangsmomentum, was mal Emmanuel Macron so beschrieben hat, dass wir nur unsere Souveränität behalten, indem wir Souveränität abgeben. Also das ist eine höhere Form, so hat er das beschrieben, der Souveränität auf europäischer Ebene geben muss, die uns am Ende des Tages beschützt. Diese Frage sollte uns leiten. Das heißt, in welchen Bereichen
müssen wir enger zusammenarbeiten, um in der Welt zu bestehen? Das ist eigentlich die Frage, die ich viel interessanter finde und die ich finde, die uns auch zusammenbringt. Ja, und von daher ist es wichtig, sich auf das Gemeinsame zu konzentrieren und sich jetzt weniger in theoretischen Fachfragen auseinanderdividieren zu lassen. Das sollte nicht das Ergebnis der Konferenz sein. Muss man nicht diese Frage mit Samthandschuhen anfassen, die Frage der Souveränität? Ja, ich glaube, da ist ganz viel dran an dem, wie Emmanuel Macron es beschrieben hat. Wir erlangen eben nur eine höhere Form der Souveränität, wenn wir uns auch wirklich die Frage stellen, wie statten wir die europäische Ebene, die Europäische Union insgesamt so aus, dass wir in der Welt, im globalen Wettbewerb bestehen. Und da werden wir nicht bestehen, wenn wir nur national versuchen, die Spielregeln für Digitales festzulegen. Wir brauchen einen digitalen Binnenmarkt, da kommen wir nicht drum herum. Wir werden auch das Weltklima nicht retten, wenn wir hier in Bruchköbel, Hanau oder Deutschland alleine versuchen, hehre Klimaziele festzulegen. Das schaffen wir noch nicht mal europaweit, aber es ist wichtig, dass Europa den Standard setzt. Und als die europäischen Staaten sich geeinigt haben auf ein Klimaschutzgesetz, was ambitionierter ist, da haben die Chinesen gleich nachgezogen. Also man sieht auch, wie wichtig es ist, dass Europa hier in die Führung geht. Und das schaffen wir eben auch nur, wenn wir vorher in der Lage sind, uns auch auf eine gemeinsame Politik zu verständigen. Und ich denke, mit Blick auf die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union, und das ist ja die zentrale Ausgangsfrage für die Konferenz, für die Zukunftskonferenz, ist die einzige Frage, die uns leiten sollte, jenseits von ideologischen Vorstellungen auf der einen oder anderen Seite, die sind nämlich gar nicht so interessant. Die schaffen oft nur Positionen, wo man irgendwie immer im gleichen Fahrwasser ist. Wenn wir es schaffen, die Konferenz dafür zu nutzen, diese Frage gut zu beantworten, wie garantieren wir die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union und wie vor allem, weiten wir sie auch noch aus? Wir merken ja immer, dass wir auch an Grenzen geraten, zum Beispiel Syrien, gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik. Da könnten wir noch viel enger zusammenarbeiten. Und wir sehen ja auch, wie gut es ist, wenn es uns gelingt, wie im Fall jetzt von Belarus, wenn die 27 Staaten schnell gemeinsam handeln. Das ist für mich so ein Stück weit die Blaupause, wo man sagt, da muss man anknüpfen und da müssen wir gucken, dass wir auch dann die Europäische Union zukunftsfester einfach aufstellen. Meine Kommission wird eine geopolitische Kommission sein. Das sind die Worte, die Frau von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, zu Beginn ihrer Amtszeit gesagt hat. Was bedeutet dies in Zeiten, in denen Russland, China, Sie haben China schon erwähnt, die Europäische Union herausfordern? Was bedeutet es für die Europäische Union, geopolitisch zu sein? Ja, ich muss wirklich sagen, dass dieses Wort Geopolitik, ich dachte ja, das wäre so ein Wort, was passt auf Zusammenhänge im 19. oder vielleicht Anfang des 20. Jahrhunderts, dass das jetzt wieder so oft kommt. Das liegt nicht daran, dass wir uns das gewünscht hätten. Wir, viele von uns hätten ja die Vorstellung gehabt, dass wir sogar viel mehr auf Weltebene in Zukunft regeln können, in der WTO und auf UN-Ebene generell. Wir sind aber an einem Punkt, wo wir merken, dass die geopolitischen Herausforderungen zugenommen haben. So, und in dieser Welt sich zu bewähren, da ist es richtig, dass Ursula von der Leyen eine geopolitische Kommission ausgerufen hat. Jean-Claude Juncker, ihr Vorgänger, hat ja von einer politischen Kommission gesprochen. Das heißt, dass die Europäische Union sich zunehmend bewähren muss in einem Umfeld, was eben nicht mehr so einfach, sagen wir mal, zu handeln ist, dass man sagt, man konzentriert sich nur auf den Binnenmarkt beispielsweise. Und selbst das ist eine große Herausforderung, dass wir uns dort aufstellen, im internationalen Wettbewerb eben zunehmend handlungsfähiger zu sein. Und ich kann es einfach immer wieder nur betonen, wie wichtig das ist, dass gerade auch in dem Bereich Außen- und Sicherheitspolitik wir jetzt zu Fortschritten kommen. Es ist gut, dass unsere Verteidigungsministerin, auch Ursula von der Leyen, schon vorher immer wieder betont hat, wie wichtig auch eine europäische
Armee ist. Dazu gehört dann aber auch der politische Wille derjenigen Staaten, die dahinter stehen. Und von daher sind die Abstimmungsmodalitäten gerade im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik, mehr Mehrheitsbeschlüsse beispielsweise herzustellen, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Es wurde jetzt lange drüber geredet und aus meiner Sicht ist jetzt auch wirklich die Zeit des Handelns gekommen an dieser Stelle. Die Zukunftskonferenz kann auch dafür Lösungen bieten. Die Zukunftskonferenz ist ein bürgerbezogener Prozess und es wird oft betont, dass es auch ein ergebnisoffener Prozess sein soll. Und viele stellen sich die Frage, was am Ende mit den Diskussionsergebnissen passieren soll. Können Sie dazu vielleicht mehr sagen? Ja, also ich stelle mir das so vor, dass wir am Ende der Konferenz für alle 10 Themenbereiche einen ausführlichen Bericht erhalten werden darüber, was in den verschiedenen Foren diskutiert wurde, wo die Europäische Union mehr Kompetenzen benötigt, um Handlungsfähigkeit sicherzustellen. Das wird dann im Frühjahr 2022 der Fall sein. Ja, und aus diesen Ergebnissen müssen dann auch wirklich konkrete Schlussfolgerungen gezogen werden. Das ist dann wieder Aufgabe der Institution, dafür Sorge zu tragen, dass entsprechende Vorlagen dann ausgearbeitet werden. Vielen Dank, Frau Leiker, für dieses spannende Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und viele Grüße nach Hanau. Ja, herzlichen Dank an Sie, Herr Beribes, und an die KAS und einen guten Verlauf noch für die Veranstaltung. Vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit kommen wir zum Schluss dieses Teils des Tages der KAS, bei dem wir uns mit einem der Themenbereiche beschäftigt haben, die die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung prägen, Bürgerbeteiligung. Wir haben ins Ausland geschaut, nach Chile und Kolumbien. Wir haben uns mit der Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Deutschland befasst und auch natürlich die europäische Ebene. Sie durfte nicht fehlen und wir haben auch über die Zukunft der Europäischen Union gesprochen. Vielen Dank für die tollen Beiträge. Das war ein buntes Mosaik, das uns noch einmal zu verstehen gibt, wie vielfältig die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung ist. Nachdem wir nun einen schönen Einblick in das Thema Bürgerbeteiligung bekommen haben und die Arbeit der KAS auf diesem Themenfeld, wünsche ich Ihnen weiterhin viel Freude an unserem Programm.